Ja, einen wunderschönen guten Morgen hier am zweiten offiziellen Tag auf der Messe der CMT 2023. Es ist kurz nach 9 Uhr. Ich bin hier in der Halle 5 bei Karthago Malibu. Morgen. Und da wollen wir uns mal einen Malibu anschauen, den 640er mit dem hier beworbenen Zweiraumkonzept. Ja, so sieht die Front des Fahrzeuges aus. First Class Two Rooms, mehr Van, mehr Wert. Schauen wir uns das Ganze mal an. Hier an der Infotafel vor dem Van könnt ihr euch das alles nochmal durchlesen. Ja, der Van auf Fiat Ducato F35 Lite Chassis aufgebaut, 6,35 Meter lang, 2,05 Meter breit und 2,59 Meter hoch. Also auf jeden Fall noch ein kompaktes Fahrzeug und gehört natürlich auch noch zur 3,5 Tonnen Klasse, ist aber auflastbar auf 4 Tonnen. Ja, da wollen wir uns das gute Stück doch mal von innen anschauen. Eine schöne Sitzgruppe. Und noch gleich mit Staufächern oberhalb der Sitzgruppe. Hier das typische Fiat Cockpit mit einem großzügigen Radio-Display, wohl dann auch mit Navigationssystem. Oberhalb der Fahrer- und Beifahrersitze haben wir hier auch nochmal eine kleine Ablagefläche. Und die kleinen Staufächer bieten auch schon mal einiges an Ablagemöglichkeiten. Erstmal ein Blick in den Schlafbereich. Längsbetten. Das ist ja auch für uns eine etwas reifere Generation immer eine feine Sache. Und hier wieder Ablagefächer rechts und links oberhalb der Betten. Als Fenster hier schöne runde Bullaugen, wo auch ein Rollo direkt da integriert ist. Auf jeden Fall eine schicke Sache. Hinten raus habt ihr auch noch zwei Fenster und natürlich auf der anderen Seite auch wieder die Bullaugen. Hier seht ihr die Abmaße der Längseinzelbetten. 2,2 m x 90 und 1,89 m x 102. Also für eine große und eine etwas kleinere Person. Wobei mit einer 90er Länge, ja, kommt normalerweise mit der 90er Breite und 1,90 Meter Länge kommen da schon sehr viele hin und 2,2 Meter, ja wie gesagt, für die Basketballer unter uns. Und auch hier ein kurzer Blick in ein Ablagefach. Und hier habt ihr unterhalb nochmal eine kleine Ablagefläche für Kleinigkeiten, die ihr dort unterbringen könnt. An den Kopfenden der Betten findet ihr oberhalb noch einen USB-Anschluss. Der Küchenblock mit einem Zweiflammen-Gaskochfeld. Hier die Spüle mit einer schönen Abdeckung. Für die Fahrzeuggröße absolut angemessen und ausreichend. Schauen wir uns den Kühlschrank mal an. Ein Kompressorkühlschrank, also mit Strom betrieben. 84 Liter Fassungsvermögen. Machen wir ihn mal auf. Das seht ihr oben ein Eisfach. Ja, und unten der Inhalt. Nur natürlich 84 Liter. Wir haben zum Beispiel einen Kühlschrank mit 130 Litern. Allerdings ein 7 Meter teilintegriertes Wohnmobil. Das sind dann doch mal andere Platzverhältnisse. Die Kompressor-Kühlschränke bieten ja den Vorteil, dass sie mit Strom betrieben werden und daher ihr dafür kein Gas benötigt. Das heißt, die Fahrzeuge kommen dann auch mit einem entsprechend geringeren Gasvorrat aus. Ihr braucht dann nicht, wie wir zum Beispiel, die klassischen 2 11-Kilo-Flaschen, sondern da reicht mit Sicherheit eine kleine 5er zum Beispiel oder sogar noch kompakter. Weil der Hauptgasverbraucher im Wohnmobil ist nun mal der Kühlschrank. Wenn ihr den nicht am Landstrom hängen habt, für Warmwasser braucht ihr relativ wenig Gas. Eine andere Sache ist natürlich die Heizung, aber ja, da wird ja auch gerne dann alternativ die Dieselheizung verwendet.
So, dann schauen wir uns mal hier noch ein bisschen weiter um. Hier habt ihr noch Ablageschränke für den Küchenbereich einmal oben. Und hier unterhalb auch noch. Weiterhin hier noch Auszüge, wo ihr eure Küchenutensilien verstauen könnt. Da werfen wir mal einen Blick ins Bad. Hier habt ihr auch das Panel für die Dusche. Die Toilette ist hier fast komplett versteckt. Wenn ihr sie nicht benötigt, dreht ihr dann halt einfach raus, wenn es pressiert. Ansonsten habt ihr dadurch im Bad noch mal ein wenig mehr Platz. Ein großer Spiegelschrank, damit sich unsere Mädels immer ordentlich hübsch machen können. Für uns natürlich. Ja, und mit diesem Lamellenvorhang, mit dieser Lamellentür, lässt sich dann zum Duschen der Bereich komplett abtrennen. Hier habt ihr die Erklärung, wie dieses Zweiraumsystem funktioniert. Ich will hier allerdings nicht zu viel umbauen. Das Ganze ist noch sehr neu, alles zum Teil etwas schwergängig, deswegen. Ja, wenn ihr einen Händler besuchen wollt mit den Fahrzeugen oder auch hier auf der Messe vorbeikommt, dann lasst es euch von dem Personal hier gerne nochmal zeigen. Ja, hier unter dem Bett habt ihr nochmal einen großen Stauraum, auch mit Kleiderstange. Da bekommt ihr schon mal einiges unter. Auch unter der Trittstufe verbirgt sich nochmal Stauraum. Ja, ein Konzept, was durchaus gefällt, mit der ja, bekannten Malibu-Qualität. Auf jeden Fall für zwei Personen ein schöner Reisevan. Die Staumöglichkeiten in der Heckgarage, die schauen wir uns gleich noch an. So, hier die Heckpartie des Fahrzeuges. Fahrradträger sind hier auch schon verbaut. Von Thule. Da kann man auch nicht viel falsch machen. Und so sieht das Fahrzeug in der Heckansicht aus. Ihr habt auf jeden Fall nochmal ordentlich Stauraum, wo so einiges an Tischen, Stühlen und so weiter, was man eben benötigt, unterbringen könnt. Und hier habt ihr den Platz für eure Gasflaschen. Also das Fahrzeug ist für zwei Personen auf jeden Fall eine tolle Alternative. Denn die Vans sind ja halt etwas schmäler und auch wie hier mit 6,38 Meter etwas kürzer. Daher ist er sehr kompakt, sehr flexibel. Er kommt ja, fast überall unter. Auch keine großen Stellplätze. Das macht die Sache eben interessant. Falls ihr euch wundert, dass ich hier ständig auch mit Jacke rumlaufe. Hier auf der Messe ist die Temperatur auf 19 Grad geregelt. Ja, wegen Corona. Immer noch, und ich denke auch mal, man will auch etwas Energie sparen, in der heutigen Zeit ja durchaus ein wichtiges Thema.